Ein wunderschönen Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Sarasam hat dieses Second Encounter. Wir müssen uns noch mal ganz kurz diesen komischen Hexenhabchen hier entledigen. So, da war was, da war was. Zack. Na, komm schon. Semmelt. So, hier auf jeden Fall. Noch einer? Ja. Okay, dann haben wir das. Das nehmen wir uns noch mal mit. Dann ist hier noch ein Portal. Egal, wir möchten auf jeden Fall hier weiter. Ich würde jetzt gerne hier durch. Hallo? Oh, ich höre einen Clear. Ah ja, war klar. Ah, Sirius Speed. Da mische ich doch mal mit. Schnell speichern. Ja, wieder neue Gegner. Die sind auch neu. Wie lange hält das noch? Warte. Ich muss hier nochmal. Ey, diese. Der Sound dazu, als würde ich gerade eine Latte bekommen. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Opi. Upap. Schön. Gut, das haben wir auch. Ist noch irgendwas hier? Gut, wir haben mal eben ein paar Nachrichten jetzt zum Lesen. So. Enthaupteter Raketenschütze. Stoffwechsel Cyberzombie. Wahrnehmung gefühllos LKI gesteuert. Größe 2 Meter, Ausdauer sehr gering, Fallsichtigkeit sehr niedrig, waffenmagischer Raketenwerfer, Belohnung 200 FC und Gefahr keine. Das kennen wir alle schon. Der Raketenschütze trägt seinen Kopf, bla bla bla, um Auto, bla bla bla. Er ist gegen eingeschlossen und keine Probleme bekannt. Also eigentlich gar keine neuen Infos, großartig. Enthaupteter Bomber. Handgranaten, 150 FC, Gefahr gering, bla bla bla. Der Bomber trägt seinen Kopf in einer Hand, um bla bla, bla zu empfangen. Hat einen großen Handgranatenvorrat in den Taschen. Explodiert kurz nach dem Tod. Zum Pool vom Planeten Rasatnik. Rasatnik. Klasse Symbol, Stoffwechsel Säugetier, Wahrnehmung abgerichtete primitive Rasse, Größe 3,3 Meter, Ausdauer Mittel, Feindseligkeit Mittel, Waffen Doppelhand Plasmawerfer, Belohnung 2000 FC, Bedrohung Mittel. Beschreibung: So etwas kommt dabei heraus, wenn man einem Wesen mit Weisheitszahnproblemen Handfeuerwaffen zur Verfügung stellt. Mittel hat diese Viecher in seinem gefürchteten Clint Eastwood Institut ausgebildet, das nach einem berühmten Pistolenträger-Schauspieler aus dem 20. Jahrhundert benannt ist. Okay. Er hat für Disziplin gesorgt, indem er ihnen androhte, dass sie Brücken fotografieren müssten, wenn sie nicht hart trainieren. Sie haben alle bestanden. Sie vorhin ein Geschoss direkt vor dich. Pass also auf, dass du nicht hineinläufst. Sehen auch schon abgefahren aus. So, das kennen wir schon, die Hexenhab hier. So, okay. Sonst ist hier wirklich nichts, oder? Wow. Okay. Wie hier? Das auch? Krass. Kann sein, dass da was versteckt ist. Kann ich nicht wissen. Aber leider nein. Was ist denn... Warte mal, das hole ich mir gleich. Kann ja sein. Nehme ich mir nochmal mit. Wie schnell ich bin. Ja, dann... habe ich nämlich auch keine Ahnung mehr, ob hier noch irgendwelche Geheimnisse sind. Wenn das noch leben, will ich jetzt aber nicht nochmal hinjumpen. Was ist denn... Ich muss mal was ausprobieren. Aha, deswegen das Portal.
damit ich da wieder rein teleportiert werde. Aber warum das Tor nicht wieder aufmachen? Nö, man klatscht extra halt ein Portal dahin. Warum auch nicht? Lol. Ja, okay, krass. Ja gut, dann macht man sich's halt einfach. Gut, dann nehme ich eben das Leben hier noch mit und dann geht's weiter. Es waren nicht alle Geheimnisse gefunden, aber dann ist dem wohl so. Weil ich kann hier noch irgendwie was entdecken. Nee, absolut keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich irgendwelche Bäume noch zersägt hätte. Ich bin ratlos. Hier ist auch nix. Hab ich gerade was spawnen gehört? Nein, dass ich mich gerade getäuscht habe. Nee, gut, dann gehen wir weiter. Das ist doch bestimmt wieder ein Shit, oder? Wusste ich's doch. Ah. Oh, Flammenwerfer, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Ja, den mochte ich, der war cool. Nimm das hier erstmal alles auf. Sonst trigger ich ja irgendwas. Das war fies. Zwei auf einmal. Now you're all fired. Burnout-Syndrom der anderen Art. Okay, XOP-Flammenwerfer. XOP-Flammenwerfer, Munition HV-Napalm, Schussfolge ständig. Gewicht 9 Kilogramm, leer. 14 Kilogramm vollgetankt. Beschreibung. Diese experimentelle Waffe verwendet äußerst flüchtiges Napalm, um glühende Strahlen fleischverbrennender Flammen abzufeuern. Zum Gebrauch gegen eine große Anzahl von Gegnern ist der Flammenwerfer sehr nützlich, da die Flammen auch teilweise verdeckte Gegner erfassen. Außerdem brennen die Gegner noch einige Zeit, nachdem sie getroffen wurden. Man könnte das Gerät als Fire-and-Forget-Waffe bezeichnen. Anmerkung, gut zum Gebrauch gegen eine große Anzahl von Gegnern. Ne, gefällt mir sehr gut. Ich mag das Ding. Ne, gefällt mir wirklich. Ist Schnieke. Ah, ich höre es auch schon. Ich höre es schon wieder. Sonst irgendwas? Ist, nee, nein. Ich bin gar nicht da. Aua. Ah, das war scheiße. Okay. Das ist die 8. Burn! Burn! Oh, oh! Schick, schick! Nein! Nein! Oh Gott! Oh, fies! War uncool. Sonst ist hier nichts. Ah. Habe ich ja Bock drauf. Okay. Die 6, aber 6 ist Flammenwerfer. Oh, 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 oh. Reicht auch einmal nur kurz drücken. Nur kurz drücken. So. Aber was ist denn... Speichern erstmal. Das reicht schon. Kann ich nicht wieder zurück. Gut, dass ich schnell gespeichert habe.
Gehe ich auch gleich wieder zurück. Was ist denn hier? Nicht irgendwas immer. Was ist denn? Alter! Oh! Ey! Der war fies. Der war richtig gewollt. Die 6. Ach komm. Warum wechselst du? Was soll das? So. Okay, das war einigermaßen in Ordnung. Speichern. Okay. In Ordnung. Ah. Ist ja immer irgendwie. Man muss immer damit rechnen, dass irgendwas getriggert wird, sobald irgendwas aufnimmt. Ja, und auch schon draußen. Noch irgendwas hier? Speichern. War klar. Habt ihr schon Knurren gehört? Das ist so gemein. So fies, ey. Aber hier. Mentals Geheimraum. Ah ja, okay. Ach doch, das ist ein Geheimraum. Warte mal hier. M. E. N. T. A. Und L. Und rein da. 100 Leben gefällt mir. Speichern. Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hierauf komme? Ah, dann geht die Decke weiter runter. Schön. Gefällt mir. Nett gemacht, danke. Ja, ich hätte das jetzt erst aufnehmen müssen. So, speichern nochmal. Das darf natürlich nicht fehlen, ist ja klar. Oh, das war knapp. Oh, wie viele hier sind. Das ist fies. Wow. Okay, dann haben wir hier das Lava-Elementar, bis in den Lava-Golem. Stoffwechsel anorganisch, magisches Wesen, Größe 3 bis 33 Meter, Ausdauer mittel bis extrem, Feindseligkeit hoch, Waffen, Feuerbälle, Belohnung 500 bis 25.000 FC, Gefahr gering bis extrem. Beschreibung. Lediglich ein großer Haufen unbewegter Materie, der durch Magie zum Leben erweckt wurde. Lava-Golems bestehen aus relativ kühlem Magma und benutzen die in ihnen enthaltenen magischen Energien, um Feuerbälle und andere Geschosse auf ihre Gegner zu schleudern. Die Macht und Hartnäckigkeit jedes Golems hängen von deiner Größe und der Menge der enthaltenen Zauberkraft ab. Wenn ein sehr großer Golem Kraft verliert, kann er dabei mehrere kleine hervorbringen, die dann unabhängig von ihrem Schöpfer weiter existieren. Tipps: Große Golems können extrem hartnäckig und gefährlich sein. Wohl wahr. Das hätte ich alles. Ja, okay, schade. Aber gut, dann.
nichts. Speichern. Die Doppelläufige. Double your gun, double your fun. Mein Motto. So, doppelläufige Schrotflinte, Munition, Kaliber 12 Patronen, Schussfolge, manuelles Nachladen, 2 Patronen, Lauf 51 cm. Beschreibung, Standard Doppellauf, Kaliber 12 Schrotflinte, effizient bei der Vernichtung mittelgroßer Gegner auf kurze Entfernung, streut das Schrot aber zu weit, um auf größere Entfernung wirksam zu bleiben. Anmerkung, durch den vollständig manuellen Ladevorgang langsam, wirkungslos auf große Entfernung, aber trotzdem geil das Ding. Speichern. Rüstung bitte. So, dann gib mir mal irgendwas zum Knallen. Das ist ein bisschen viel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. 6. Okay, das ist doch ein bisschen einfacher. Ja. Kann hier noch ein bisschen burnen. Sam I am. Okay. Sam I am. War der fies. Okay, was haben wir hier was hin? Ah, schade. Was zerstören? Nee, dann hockt er halt noch ein bisschen rum. Gut. Man auch gleich hochgekonnt? Dankeschön. Aber es gehört. Sirizi Chappas, der Quetscher. Wieder mal eine klassische Falle der Mayas. Diesmal als Quetscher. Der Zweck des Quetschers ist, dich zu zerquetschen. Ein ziemlich simpler, aber verdammt ernster Zweck. Aber wenn es ernst wird, kann den Sirius Sam nichts und niemand schlagen. Mir sind ein paar Löcher am Quetscher aufgefallen. Versuch dich unter ihnen zu verstecken und vorwärts zu der Tür auf der anderen Seite des Raumes zu kommen. Sonst wirst du zerquetscht. Ernsthaft. Piss, ich habe 2 Schalter an den Seitenwänden gesehen. Ich frage mich, wofür die da sind. Doch, du weißt doch alles. Nummer 1. Nummer 2. Habe ich. So, für die, wahrscheinlich für die andere Tür oder was? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich auch wieder hier raus und dann hat sich irgendwas getan. Oder auch nicht. Gut, dann gehe ich einfach. Speichern. Gib mir Scharfschuss. Nee, gib mir Tommy Gun. Die sehen schön aus. Die sind echt gut gemacht. Cool. Okay. Ah, wieder ein Skelett. Quatsch, ein Skorpion. Ich liebe Scharfschützengewehr, das haut so rein. Aber klar, gegen größere Ansammlung von Gegnern. Es ist so!
Ich hasse dich wie die Pest. Oh, hat der mir Leben abgezogen. Der war fies jetzt. War richtig mistig. Oh, irgendwas vergessen hier? Nö, ich hoffe nicht. Oh, was haben wir? Was haben wir denn hier? Zorg, Söldner von Belmis, Belmis, 4 war das, ne? Ja. Oder? Ja. Klasse Zorg-Söldner, wie auch immer. Stoffwechsel, Säugetier, Wahrnehmung, Kriegerrasse, Größe 2 Meter, Ausdauer gering, Feindseligkeit gering, Waffen, Stoßlaser, Belohnung 400 FC, Bedrohung gering. Beschreibung. Mantle hat diese Soldaten aus einem unbekannten Teil der Galaxis auf die Erde gebracht. Früher waren sie seine furchterregende Kriegerrasse, aber als sie irgendwann mehr Planeten erobert hatten, als sie gebrauchen konnten, setzten sie sich vorübergehend zur Ruhe. Der Großteil der Bevölkerung fuhr zu einem der schönsten tropischen Planeten des Systems in den wohlverdienten Urlaub. Da sie dort aber von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr mittags nur in der Sonne lagen, hatten sie nach einigen Jahren keine Haut mehr im Körper. Wow. Tipps, versuche ihren schnellen Laserstrahlen auszuweichen. Oh Gott, das war knapp wie Koski. So, das war die kleine Variante. Heranwachsend. 3 Meter, Ausdauer Mittel, Feindseligkeit extrem, Belohnung 400 FC, Geschütz und Stachelschwanz, Gefahr hoch. Trägt eingeschwanz. Das ist alles wie beim Großen eigentlich. Bis auf zwei kleine Unterschiede. Aha! Speichern. Sehr gut. Much better. Da ist ein Portal, sehr gut. Coole Sache, da hinten ist ein Herz. Okay. Bist du wieder da unten? Ich bin jetzt hier. Ich könnte jetzt da längs gehen, aber okay. Probieren wir eben was. Warte mal, wo kann ich denn? Ich muss das nochmal kurz ausprobieren. Ah, schon wieder da daneben. Komm schon. Sam, mach's jetzt richtig. Sag mal. Ich darf nicht hüpfen. Ich darf echt nicht hüpfen. Ich knall dann sonst über den Vorsprung hinaus. So. Wenn ich jetzt hier. Ach so. Irgendwie kommt mir die Melodie bekannt vor, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist auch nichts dahinter. Okay, dann wäre ich da hingekommen. Achso, okay, das wäre einfach doch der reguläre Weg gewesen. Nee, alles klar. Dann hau mal bitte ab da. Und tschüss. Schön, dass ich trotzdem die Punkte dafür bekomme. Befürworte ich. Ist nochmal Raketenwerfer. Okay. Dann könnte das jetzt interessant werden. Konzentrieren wir jetzt erstmal auf den Wehrbolm hier. Jetzt kümmere ich mich um
Mann, ey. Diese Bälle gehen mir so auf die Eier. Ja, ich habe ihn halt nicht gesehen, ne? Ah, schon wieder, ey. Jetzt mache ich den selben Fehler, dass ich wieder springe. Wie so ein Keks. Warte mal. Junge! Einfach. Ey, wenn ich das geschafft habe, dann mache ich einen Schnellspeicherpunkt. Also, das ist ja. Möchtest du von hier vielleicht, Sam? Wäre das hier in Ordnung? Bitteschön. So. Holen wir uns das nochmal eben. Mann. Hier vielleicht. Kann ja sein. Okay, dann komm mal her. Und tschüss. Speichern. Rocket Ranger, ready to rocket. So, der ist weg. Nervlich, ey. Ja, komm her. Ach, gehst du mir auf den Keks, ey. Mann. So, gib mir jetzt das her. Ist noch irgendwas versteckt, irgendein Geheimnis, bitte? Oben möchte ich auf jeden Fall hin. Ich dürfte. Mann. Na gut, so viel halten die jetzt auch nicht aus. Nichtsdestotrotz würde ich da ganz gerne hoch. Gibt es da einen Weg hoch? Wenn man hier... Könnte man hier längs laufen, wenn man auf diesem Vorsprung bleibt. Ich speichere mal eben. Würde mir echt mal jucken. Aber dann kommt man auch nicht mehr zurück, oder? Nee. Ja, vielleicht kommt man auch erst noch auf dem anderen Weg hin. Aber ich glaube auch nicht, dass man wirklich von da... Da rutscht doch runter. Vor allem, wie sollst du dann auch wieder da hochkommen? Also das kann ich mir nur durch einen Teleporter vorstellen. Dass hier irgendwo ein Teleporter versteckt ist in so einem Baum oder so. Alles möglich. Das ist auch irgendwie schon die nächste komische Struktur. Ja, whatever. Wäre lustig, aber... Ich bin irgendwie unfair finde, dass man jeden einzelnen Baum irgendwie fällen soll, irgendwie. Okay, schon nice. Alter, tut weh. Ein Leben. Jetzt würde ich mich sehr über das Herz da hinten freuen. Brücke einreißen oder so? Kein Plan. Kein Plan, Leute.
Oh, daneben. So, was haben wir hier? Dieses gigantische Totem scheint der Eingang zu einer Art Höhle zu sein. Schlag dich dorthin durch. Ja. Da oben. Fragt mich was Leichteres. Ich weiß nicht, wo man da hinkommen soll. Oh Gott. Wie sehe ich denn aus? Da rutsche ich doch sofort runter. Oh Gott. Nein! Oh, an die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ach, Mann! Jedes Mal vergesse ich den Mist. Möchtest du, dass ich die Palme da weghau? Oder so? Darf ich nicht mal. Wir können planen. Stehst auf dem Schlauch. Erstmal den da. Hinter mir war einer, oder? Nee. Bin hier. Speichern. So. Mann, kommen wir auch schnell ran. Reber, Elektrofisch, Unterwasserwirbeltier, Wahrnehmung wildes Tier, Größe 3 Meter lang, Ausdauer gering, Fallsicherheit hoch, Waffen, elektrische Entladung, Belohnung 300 FC und Gefahr mittel. Trübwasserfisch vom Planeten Reap. Sehr aggressiv und desorientiert, verletzt sein Opfer mit starken Stromstößen. In dunklen Gewässern aufgrund der sehr effizienten, nützlichen Tarnung schwer zu entdecken. Achte auf die unheimlichen Geräusche, die sie im Dunkeln machen. Sie sind das beste Gefahrensignal. Ey, ich war noch nicht mal ready, Mann. Jetzt versinkst du da drunter, oder was? Lol. Okay. Okay. Speichern. Hier muss es irgendwas geben. Kann man niemand sagen, dass es hier nichts zu entdecken gibt? Danke. Hat mir schwer gewundert. Es ist wirklich sehr trüb hier. Du hast auch genug Luft, Sam, wirklich. Ja, keine Ahnung, wie man da zu diesem komischen Herz kommt. Dann sei dem so. Oh, immerhin 13 von 15 Geheimnissen. Besser als mein erster Durchlauf. So. Fortsetzen. Teil des Jaguars. Wir befinden uns jetzt im Tempel des Tekuakatlian. Wie auch immer. Das ist der Maya-Gott des Mutes. Er liegt tief unter der Erde und steckt voller Fallen und Rätsel. Er diente als Übungsplatz für die Maya-Soldaten. Wenn sie diese Proben bestehen konnten, schaffst du das locker. Ich spüre außerdem eine starke magische Präsenz in der Luft vor uns. Dem müssen wir nachgehen. Der Ausgang am anderen Ende des Tempels müsste uns direkt ins Tal des Jaguars bringen. Okay, wie viele Geheimnisse haben wir denn hier eigentlich? 9 Stück, okay.
Alles klar. Dann werden wir an der Stelle jetzt einen Cut machen und uns im nächsten Part in das Tal des Jaguars begeben. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es für das Let's Play Serious Sam hat, dieses Second Encounter. Haut rein, bis dann und ciao.